Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Stegemann, lieber Herr Oehlers, wir haben das Thema schon oft diskutiert und wenn wir das noch 10-mal diskutieren, so lange, bis die Geschichten geändert sind, weil es tatsächlich so ist, es ist so, dass der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen in vielen Bereichen betriebliche Realität ist und das insbesondere für die junge Generation, ob sie das wahrnehmen wollen oder nicht, das ist ganz einfach so und das können wir auch beweisen. Und deswegen finde ich das in Ordnung, dass wir darüber reden und nicht, dass Sie darüber jammern, dass Sie schon wieder mit uns über dieses Thema reden müssen. Das ist Ihre Aufgabe. Deswegen sind Sie hier und dafür kriegen Sie Ihr Geld und andere auch. Frau Nahles hat schon 2014 davon geredet, dass sie diesen Missbrauch regeln möchte. Seitdem ist nichts passiert, seitdem ist tote Hose. Seitdem wurde das Streikrecht eingeschränkt. Und wir bleiben dabei. Der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen muss endlich geregelt werden, und zwar sofort. Zumal letzte Woche noch von Anfang der Linken herauskam, dass die Bundesagentur für Arbeit Leiharbeitsfirmen rechtswidrig mit Versicherungsgeldern bezuschusst. Was ist denn das für ein Skandal an der Ecke? Was sagt denn, das sagt auch der Bundesrechnungshof. Der hat die Vergabepraxis der Bundesagentur für Arbeit an Leiharbeitsunternehmen überprüft und eine ungerechtfertigte Subventionierung festgestellt. Was sagen Sie dazu jetzt? Was ist das? Ist das in Ordnung, dass Leiharbeitsfirmen auch noch zusätzlich unterstützt werden? Das ist doch ein Skandal an und für sich. Übrigens, in der Koalitionsvereinbarung wollte Frau Nahles auch den Missbrauch von Leiharbeitnehmern in Streiksituationen, dass es möglich ist, sie in Streikbruch einzusetzen, regeln. Erinnern wir uns noch mal zurück, was in der Post passiert ist in der letzten Tarifrunde, wobei ich ausdrücklich sage, die Post gehört zu 21% der Bundesregierung. Damals wurden Leiharbeitnehmer ungeniert zum Streikbruch eingesetzt. Gerade diesen Missbrauch von Leiharbeit wollte Frau Nahles doch eindämmen an der Stelle. Und jetzt hört man, dass genau dieses Verbot von Einsatz von Leiharbeitnehmern als Streikbrechern nicht stattfinden soll. Das ist doch eine ganz schreckliche Geschichte. Ich finde, sowas kann doch alles nicht wahr sein, wenn wir über Missbrauch reden. Völlig unnütz scheint, dass die Ministerin die Höchstüberlassungsdauer, das ist eben schon angesprochen worden, von 24 Monaten auf 18 Monate beschränken will. Denn die Hälfte der Leiharbeitsverhältnisse dauert weniger als 3 Monate. Weniger als 3 Monate. Und höre und staune, dort, wo Tarifverträge gelten, da will die Ministerin es mit den 18 Monaten nicht so genau nehmen. Mit anderen Worten, es soll wieder Spielräume geben, wo andere Regelungen möglich sind. Und scheinbar hat die Ministerin, aber auch die Koalitionsfraktion, keine Sorge, dass uns diese sogenannten christlichen Gewerkschaften erneut mit Gefälligkeitstarifverträgen überschwemmen, die dann nicht mehr einzudämmen sind. Nun zu den Werkverträgen. Werkverträge sind die Umgehung von Arbeitnehmerstandards für Arbeitgeber zunehmend attraktiv geworden. Unternehmen können völlig legal, sie dürfen gleich, wenn sie möchten, oder stellen Sie mir einfach eine Frage, ich beantworte sie gerne. Unternehmen können völlig legal unternehmerische Risiken ausgliedern und die Verantwortung in nicht tarifgebundene Lohndumpingfirmen übertragen. Das ist Missbrauch von Werkverträgen auf breiter Ebene. Jeder weiß, dass der einzige Schutz gegen Missbrauch von die Stärkung der Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten ist. Aber ausgerechnet das will Frau Nahles scheinbar nicht. Der Ministerin geht es nicht um die Verbesserung, geht es nur um die Verbesserung von Informationsrechten. Das gibt es schon heute. Das ist wieder heiße Luft an der Stelle. Die Linke hat als erste Fraktion im Bundestag das Problem von Missbrauch von Werkverträgen angesprochen und wir fordern endlich klare gesetzliche Regelungen an der Stelle. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ab dem ersten Tag
Betriebsräte benötigen ein zwingendes Mitbestimmungsrecht und benötigen wirksame Kontrollen und empfindliche Strafen gegen Scheinwerkverträge. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Danke. Wer den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen ernsthaft im Interesse von Arbeitnehmern regeln will, muss unserem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Michael Gerdes von der SPD-Fraktion hat als nächster Redner das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe